Und damit, hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play die 7 und online. Ja, meine Frisur sieht mega scheiße aus, weil ich gerade erst aus der Dusche komme. Aber der Elite-Meister hat mich gefragt, ob wir nicht eine Runde zocken wollen. Da habe ich gesagt, ja, na warum denn nicht? Prezi-Mod zu holen und reinzusetzen, weil du brauchst Prezi und CR. Okay. Okay. Und woher? Er gibt mir gerade ein paar Tipps, der liebe Elite-Meister. Er meint, ich soll mir jetzt Prezi-Modifikationen erholen. Er zeigt es mir. Er hat mein Schatz. Dada? Nein, Dada. Oder Dada? Bist du denn irre? Schaden. Jo, breit. Jo, breit. Also könnten wir auch. Warte kurz. Wie er mag. Ich schätze mal, jetzt müssen wir erstmal kurz in den Metaflügel. Na komm. Gehen wir erstmal in den zwielichtigen Nachtclub. Oder? Warte. Nee? Nicht? Nicht. Wo ist er denn, der Kollege? Da ist er doch. Achso, nach Central City müssen wir. Ja, das ist doch toll. Ich find's toll, wenn wir Menschen das Spiel erklären. Nach 200 Folgen, aber es ist leider wirklich nötig, das ist das Problem. Ja, und das Update mit den Prestigepunkten ist ja raus. Ich verstehe zwar gar nichts, aber okay. Es sieht ganz cool aus und ja. Achso. Hallo. Achso. Okay, Präzision. 3. Na, so viele kaufen wie geht, würde ich jetzt nicht behaupten, weil... Ihr wisst schon, ich muss ja auch noch Rüsti kaufen. Na, kann ich hier kurz irgendwo was reparieren lassen? Heldenausrüstung. Hol dir deine heldeninspirierte Ausrüstung. Hey, in Kollege, jeder Kiste du? Findest du einzigartige Black Lightning und Flash inspirierte Ausrüstung. So, was haben wir jetzt hier alles auf 70? Das ist 70. Oh, zum Glück ist nicht groß geschrieben. Was? Plus 6? Krass. 70. Plus 6? Plus... Ah, was? Und sonst habe ich, glaube ich, erstmal keine 70er. Wie ich mich richtig erinnern sollte. Ich habe PvP-Handschuhe an. Warum habe ich denn PvP-Handschuhe an? Das hier ist auch 70. Ja, toll. Hat die ganze Zeit PvP-Handschuhe an. Rückenhemd und Kopf. Habe ich gemacht. Ja, toll. Ich wundere mich ganz einfach, warum ich so scheiße bin. Das klärt einiges. Yay, der Speedforce-Riss wurde erfolgreich versiegelt. So, und jetzt muss ich mal kurz hier... zurück. Zu... warte, ich guck mal CR jetzt an. LOL! Ups. Num war kaputt. Warum ist Num kaputt? Knuckle Num! Immerhin, um einen ist so gestiegen, die CR. Wenn ich so weitermache, dann ho, 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 ho. Ja, ihr wundert mich auch, dass nur um einen gestiegen ist, weil eigentlich
gehen krass ab bei den Teilen. Ja. Das ist gut möglich. Aber wir gehen jetzt hier gleich erstmal in die Instanz, oder? Oder? Meine Nase juckt, oder? Okay, machen wir U-Bahn und Nachtclub, da sollte ich welche kriegen. Um das mal zu rezitieren. Scheiße, ich habe, glaube ich, letztens meine ganze Rüstung verkauft. Das dachte ich nämlich. Nein, ich dachte, ich brauche die anderen Handschuhe gar nicht. Weil meine aktuellen besser sind. Aber natürlich sind sie besser, weil sie PvP sind. Scheiße. So, Hände. Ja, nehme ich. 30. Sorry, Star. Hallo. So, dann legen wir mal los, Kollegen, wa? Gibt's da was Schönes? Nö. Würde ich jetzt nicht sagen. Ach, jetzt sind wir hier schon wieder bei Strikers Island. Die Kommunikation mit Strikers ist seit Beginn des Aufruhrs völlig zusammengebrochen. Zuvor, als Gorilla Grodd ankam, schien alles normal. Und glaub mir, wenn ein Billiardenpfund schwerer und im Koma liegender Gorilla in einem Gefängnis für Verbrecher mit Superkräften ankommt, merkst du es, wenn irgendwas schiefläuft. Das glaube ich wohl. Logischerweise nicht Prometheum! Aber die Rogues sind ein ganz anderes Thema. Sie befinden sich in dem Zellenblock rechts von mir. Ja. Wenn wir Glück haben, sind sie tatsächlich noch da. Komm. Achso, ja, ich habe mal wieder ein bisschen meine Couleurs geändert. Weil ich das schön fand. Ja, muss ich immer Begründung verhalten? Nee, ich glaube nicht. Boom, 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 boom. Hey, hier drüben! Hilfe! Alle sind durchgedreht und ich stecke hinter diesem Schild fest. Halte mir diese Typen vom Hals und ich versuche alles herunterzufahren, damit wir hier rauskommen. Bla 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 bla. Boah, hier heute voll der Umweg, ey. War es schon immer so bei Strikers Island? Ups, das war nicht der richtige Knopf. Erstmal bewusst geworden, mal sehen. Oh Mann. Das, ja, wirklich jetzt Strikers Island. Muss ich den korrekten Gegencode eingeben. Halte durch. Ich immer nur, pass auf, so hinter dir. Achtung. Ja, Abriegelungsprotokoll wird aktiviert. Warnung. Nicht das kochen, Zellentüren werden geöffnet. Charakter, ihr wisst schon. Befreie sie. Brauche nur noch eine Minute oder so. Boom, 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 boom. Wenn ich hier rauskomme. Laufen wir eigentlich gerade mit 4 DPS oder wie sind. Ja, natürlich. Natürlich. Ich rieche Abendessen. Was soll man dazu sagen, ne, Kollegen? Was soll man dazu sagen? Ups, war nicht meine Schuld, war nicht meine Schuld. War ich nicht. Ey, das habe ich noch nicht gleich gesammelt hier. Häftlingsakte Winslow Scott. Hab ich auch gar nichts gesammelt, ist ja auch sehr Zugang toll. Zur Gefängnisbibliothek gewährt. Nur physische Medien gestattet. Kein Computerzugang. Physische Medien. Ich bin toll, weil ich physisch sagen kann. Warnung. Zellentüren werden geöffnet. Warnung. Ich brauche mehr Zeit. Die Sicherheitscodes funktionieren nicht. Langweilig. Ich werde dir den Kopf abreißen. Das wirst du. So. Der will auf die Fresse haben hier, wie es aussieht. Dom. Du kannst dich nicht. Aua. Halt ja ich scheiße oder so? Lauf! 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 Hallo. Meine Kuh bin ich da. Es
Oh Mann, Leute, wo seid ihr alle hin? Warnung! Zellentüren werden geöffnet. Wir sind stärker! Schneller! Du kommst hier nicht raus, du Kollege, ey. Das hätte er so gern, wa? Hey, da liegt ja jemand rum. Oder auch nicht. Hab's doch gerade noch gesehen, den Vogel. Und manchmal ist ja echt der Wurm drin. Wurm drin. Pass auf, Kollege, wenn du auf die Fresse gehst, ist es vorbei. Ja, frei! Warnung! Zellentüren werden geöffnet. Halt mir den Rücken frei. So. Wenn mir was passiert, sitzt du hier fest. Hey, ihr nehmt mir meinen ganzen Spaß weg. Ich rieche Menschenfleisch. Ich rieche Hundekacke. So, Blasterhandschuhe brauche ich jetzt nicht, deswegen habe ich die auch nicht gesammelt. Ah, wo ist Kollege? Da bist du, du Grotzprojektion, du. Kann der mal rauskommen hier? Der macht mich voll fertig. Komm raus! Komm raus! Wo immer du auch bist! Ich bin hier. Hallo. Hallo. Ich werde dir den Kopf abreißen. Du, ja, so geht's natürlich auch. Verstecken. Warnung! Zellentüren werden geöffnet. Boom. Los, los! Was stimmt nicht mit diesem Tor? Sind die anderen irgendwie CR106 oder was? Juckt die alle nicht. Wir sind stärker. Schneller. Hallo? Oh, ich bin echt am Überlegen, mein Bewegungsmuster zu ändern. Das System hat mich rausgeworfen. Nach dem Gefühl. Befreit mich! Ich hätte gern, ihr wisst schon. Wenn ich sage, ich bin langsam. Ich hätte gern einen Döner zum Mitnehmen, das sowieso, aber. Ach, nicht nach oben, nach unten. Ich hätte gerne. Sprint. Oh, Supersprint, oder wie das auch immer. Speedforce-Lauf, oder keine Ahnung, wie das heißt. Ey, ich mache hier überhaupt keinen Schaden. Ich komme hier gerade mal rein, ey. Macht mich fertig. Das würde die fehlende Kommunikation erklären. Was? Gorilla Grodds bewusstloses Hirn hat die Insassen in Urwut versetzt. Die Rogues sind aus ihren Zellen raus und fliehen weiter. Sie wollen bestimmt an ihre eingeschlossenen Waffen heran. Sicherheitsfreigabe positiv. Bitte Sekundärterminal aktivieren. Problem oder was? Ja. Sicherheitsfreigabe positiv. Weiter zu Zellenblock 6. Die Story bei dem Teil habe ich nicht ganz verstanden. Das Strikers Island. Leute? Ah, da. Hallo. Das war ein Fehler, Schwachkopf. Oh, Sie. Sammeln. Sie haben das hier verursacht. Links, rechts? Da ist nichts. Häftlingsakte Mark Marden. Leitfähiges Material darf sich nicht innerhalb einer Reichweite des Häftlings von 50 Metern Aua. Befinden. Es muss sichergestellt sein, dass eine funktionierende Entwässerung für den... Gib dich deinem Zorn hin! Aua. Hä? Kleines Erdmännchen im wahrsten Sinne. Was haben wir denn da? Also nicht so ein Tier-Erdmännchen, sondern frisches ein Mensch Fleisch. Aus Erde. Zeig mal, was du drauf Skaterboy hast. Nichts gegen Skaterboys. Niemand sperrt uns ein. Strikers war selbst vor der Einsetzung seiner geistigen Kräfte durch Grodd eine primitive Gegend. Ich schlage vor, du erklärst diesen drei Herzchen das Gesetz des Dschungels.
damit du an ihnen vorbei zum eigentlichen Problem kommst. Ey, warum habe ich jetzt so eine YOLO-Hipster-Swag-Frisur? Ist doch gerade richtig eklig. Zeig mal, was du drauf hast. Ach, ich sehe doch aus wie der letzte Vollmongo gerade. Sorry, wo geht's lang? Da geht's lang. Nein. Oh Mensch, Leute. Oh naja, jetzt sehe ich wenigstens nur fertig aus.